Und herzlich willkommen zu Portal 2. Ja, im letzten Part mit einigen Grafikfehlern. Ich habe das jetzt wieder geregelt und sollte jetzt eigentlich wieder alles flüssig laufen. Ja. So, wir sind in der untersten Schublade von Aperture Science angekommen. Wortwitz. Und ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier rauskommen. Und das versuchen wir jetzt. Wir haben hier dieses blaue Gel, das ist neu. Damit können wir hüpfen. Ganz hoch hüpfen. Und ja, damit versuchen wir jetzt weiterzukommen und uns hier durchzuklecksen und hüpfen lassen. Ach stimmt, ja, wir müssen ja da, oh, blöd. So, dahin, dann müssen wir dahin. Und Mons. So, hier müssen wir auch noch weitermachen. Plopp. So. Richtig. Und jetzt Bounce. Wieder hier hoch. Und hier. Bounce. Bounce. Und wir sind oben. So. Jetzt machen wir das nämlich wie folgt. Da ein Portal. Und da ein Portal. So. Und Geronimo! Woohoo! Oh. Ach stimmt, da war ja was. Wir müssen wieder hier. Oh, Baum. Da ein Loch hinmachen und da und es fliegt. Boom. Ja, jetzt haben wir hier einen schönen Klicks und darauf können wir dann in den Exit springen, würde ich mal sagen. Los geht's! Bounce. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Hä? Was? Ah! Tod, nein. Nein, das war eine Spaß. Eine Spaß. Okay, ich finde das lustig, mit was für Zeug die Leute füttern, was das für Leute sind und wer zur Hölle damit macht. Keine Information. Für die, die es jetzt wirklich nicht wissen. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus hier raus operieren. Okay. Was? Muss man nicht verstehen. So. Blau, blau, dahin. So. Jetzt aber. Hoch! Knopf drücken! Moment.
Komm! Haha! Der Knopf, der hält nämlich das Wasser hier auf. Er spült jetzt hier wieder alles weg. Weiter geht's! Cave? Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Wir müssen jetzt hier die Wand vollklecksen und dann müssen wir da hoch. Ach. Ah, Junge. Cool. So. Jetzt sind wir hier oben. Dann müssen wir ein Portal machen. Und hier ein Portal. Und wir klatschen nach oben. Yay! Und jetzt kommt der richtige Abfuck-Test. Mal gucken, ob ich den noch kann. Ich glaube, das ist... Nee. Das ist noch nicht der Moment. Muss nach da oben, ne? Ja. Mal kurz gucken. Irgendwie muss ich doch nach jetzt da ein Portal mache und ach, ich riskiere es jetzt einfach. Das war nicht intelligent. So. Ah, ich glaube, wir brauchen dieses Ableitgel-Dings. Genau. Da haben wir es doch. Dann müssen wir das nämlich da drauf klecksen. Ganz vergessen. Zwei. So. Wenn das nämlich jetzt da drauf ist, dann können wir nämlich darüber springen. Und wir haben das Blaue. Geronimo! Whee! Boing! Folge nie 28. Okay, weiter geht's. Wir sind die Kavallerie. Und... Warte mal. Da muss doch hier was zu sein. Man hier doch was schießen musste. Also ganz bestimmt nicht da, aber irgendwie hier. Genau! Da und da. Und jump! Es bedeutet, du verbürdest zwischen den Tests sehr viel Zeit in dem Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ein Söschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. What? Was ist los? Was labert der für ein Bullshit? Ich hab keine Ahnung hier. Das war, glaube ich, falsch. Ja. Wir müssen nämlich den Würfel hier. Jetzt gucken wir, was passiert, wenn er getroffen wird. Er bounced rum und macht hier alles kaputt. Würfel. Wo ist der Würfel? Der Würfel. Der ist irgendwo. Nee. Stopp. Der Würfel. Wir müssen den Würfel fangen. Wir müssen den Würfel fangen. Ja, jetzt müssen wir den Würfel sauber machen. Yay! Und er bounced nicht mehr.
So, dann müssen wir nämlich jetzt den Würfel hier draufstellen. Oh. Und der hat den Lift aktiviert. Aber vorerst habe ich noch was vergessen. Müssen wir das machen? So. Und wir müssen hier hoch. Dann müssen wir da die blaue Farbe fallen lassen und der Würfel springt. Bei der Forschung geht es nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut. Wenn wir sie abkantig ausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ah. Ja, du, Sachen packen. Durch die Tür, rein ins Auto. Gute Fahrt. Hä? Bin ich jetzt gefeuert? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Egal, weiter geht's. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist der Schatz. Okay. Ich glaube, langsam müssten wir auch GLaDOS näher kommen. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir müssen hier hin, ne? Yep, das müssen wir. Weiter geht's. Baum. Eine Tür. Oh. Zwei Maschinen. Was wohl drin ist? Och Gott, nee. Ich weiß, wo das hinführt. Na, da ein Portal. Hier ein Portal. Und... Ah! Boah, das war knapp. Blablabla. Nee, Moment. Wir müssen da ein Portal hinmachen. Aber wie sollen wir jetzt nach da oben kommen? Einen Moment, ich gucke jetzt mal kurz nach. Nee. Wie soll das gehen? Also, wir müssen erstmal nach hier oben. So, und von da aus müssen wir runterspringen. Moment. So. Ah! Genau, oh, jetzt hab ich's raus. Ui! Ha! Bam! Was haben wir denn hier? Nichts Besonderes. Doch, hier können wir Farben anmachen. Und Farbe läuft. Wuhu, weiter geht's. Durch die Tür. Okay. Wir sind in einer unheimlichen Grube. Und gehen hier den Weg weiter. Da oben ist, glaube ich, GLaDOS. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Verdammt,
Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? What the fuck? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ja, ihr habt gerade gehört. Cave hat es nochmal bestätigt. Sie haben Obdachlose gesammelt, dass die hier Tests machen, weil... Seid mal ehrlich, Obdachlose, die machen eigentlich für Geld alles. Und ja, das ist halt schon ein bisschen komisch. Hier gibt's ein Easter Egg. Ah nee, die Tür ist noch nicht offen, oder? Kann man da schon rein? Ja. Gruselig. Hier haben wir Testkammern. Ich glaube, das sind auch diese Warteräume. Oh. Und hier ist ein altes Deck. Die sind früher, ich glaube, die Schiffe oder so angekommen und haben die Obdachlosen oder irgendwas hier hingebracht. Ich weiß es nicht genau, was es sein soll, aber schön, das mir mal hier mal zu sehen. Ja, weiter geht's. Wer baut so ein Ding von der Tür? Guckt euch das mal an, mit was für PCs die gearbeitet haben. Lustig. Weiter geht's. Nee, ich musste doch hier rein, oder? Nee, musste ich nicht. Ich glaube, ich muss... Genau, ich muss noch eins weiter. Ich muss jetzt da ganz oben ein Portal schießen. Und in das hier reinspringen. Das war falsch. Das war ganz falsch. Okay. Nochmal hoch. Ich hab's an der falschen Seite gestellt. Da, stopp. So, dann müssen wir das nämlich da hinhauen. Und nochmal jumpen. Und wir sind da. Wir holen GLaDOS. Mal hören, was sie sagt. Hallo. Du tötest doch gern. Könntest du, au, diesen Vogel für mich töten? Okay. Eigentlich sollten wir es nicht tun, weil du versucht hast, uns zu ermorden. Und das zweimal. Deswegen würde ich sagen, tschüss. Aber leider brauchen wir dich, um das Spiel zu beenden. Also, piss dich. GLaDOS, es wäre besser, wenn du dich mal ein bisschen beruhigst, denn du überhitzt. Okay, wir haben GLaDOS wieder. GLaDOS ist immer noch eine Kartoffel und... Moment. Ja! Also, wir haben GLaDOS wieder. GLaDOS ist immer noch eine Kartoffel und sie hat gesagt, wenn sie uns frei lässt, wenn wir sie retten, dann lässt sie uns frei. Ich bin mal gespannt. Und ja, also wir müssen erstmal Wheatley aufhalten und schauen, was passiert.
Teil 7. In der Zwischenzeit was passiert? Das Wiedersehen. Nö. Eigentlich nicht. Ich bin hier der nur ein bisschen. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die $60. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur. Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Okay, wieso hat GLaDOS gerade geantwortet, obwohl er mit Caroline gesprochen hat? Ist das etwa eine Andeutung? Egal. Auf jeden Fall, wir haben GLaDOS wieder. Und wir müssen hier weitermachen. Und müssen versuchen, Wheatley aufzuhalten. Und in diesem Teil des Spiels wird es passieren. Wir sind gespannt. Aufs Knöpf gedrücken. Und da kommt orangene Farbe. Was macht die denn? Was macht denn die orangene Farbe hier? Ganz einfach. Sie macht dich schnell. Boah. So. Blau. So, dann muss. Moment. Orange. Dahin. Ah! Das heißt, ich muss jetzt mit Orange schießen. Bounce. So. Das heißt. Blau kommt hier hin. Und schieß! Und wir haben schon wieder alles schnell gemacht. So. Und jetzt können wir, wenn wir hier ein Portal setzen, können wir gleich rüber jumpen. Wir müssen erstmal den Kubus finden. Und dafür müssen wir erstmal rüberrennen. Und das macht man so. Wow! Bounce! Drüben! Kubus! Bing! Und bing! Jetzt müssen wir nämlich wieder rennen. Und zwar mit Garacho! Genau. Bounce. Und da ist blau und hier ist orange. Okay. Jetzt müssen wir den Button aktivieren. Und die Tür ist offen. Da-da-da! Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Genau. Da muss ich dir zustimmen, GLaDOS. Wir sollten über alles mal nachdenken. So, jetzt haben wir orangene und blaue Farbe. Und wir haben eine Nacht. Gut. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier rüber. Moment. Wie war das nochmal? Genau! Wir brauchen jetzt erstmal die Farbe hier, die uns hier diesen Schub macht. Und dann brauchen wir
ein bisschen Blaufarbe. Um zu springen. So, und dann können wir nämlich das hier. Und ich sehe gerade, wir sind wieder am Ende. Und ich gehe drauf. Ja, den Retry seht ihr im nächsten Part von Portal 2. Liken, abonnieren oder sowas, was ich, wenn ihr wollt, wenn ihr nicht schon habt, könnt ihr gerne tun. Könnt das auch verbreiten, damit alle das Ende sehen, wie wir GLaDOS kaputt machen, Wheatley kaputt machen und fliehen. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.